Der Hauptgrund für den Ball nach rechts ist einen Eintreffwinkel, wo der Schläger so an den Ball kommt. Man schwingt zu sehr nach links und man schneidet den Ball an nach rechts. Das wollen wir nicht. Wir wollen gucken, dass wie wir hochschwingen, dass der Schläger genauso wieder runterkommt. Nun, du hast bestimmt das Gleiche gehört, vielleicht von deinem Trainer oder vielleicht von YouTube. Aber wie kann man es wirklich hinkriegen, dass man die Arme senkt, dass die Arme eng am Körper sind? Folgendes bitte tun. Nachdem du einen guten Rückschwung gemacht hast, bitte guck mal, dass das Griffende auf die Ballziellinie zeigt. Guck auch bitte, dass du deinen Wirbelsäulewinkel beibehalten hast. Aber jetzt kommt es. Beim Runterschwingen, denk an die Schlagfläche. Dass die nicht zugeht. So vom Gefühl her musst du denken, Schlagfläche offen lassen. Und das hilft so sehr, weil Golfer, die das tun, versuchen auch den Schläger zu schließen. Und wenn ich die Schlagfläche auflasse, automatisch lasse ich den Schläger hinten. Und was passiert? Dann komme ich auf eine super Ebene runter. So bleibe ich auf der gleichen Ebene. So, ich werde jetzt nur daran denken, versprochen, ich werde nur daran denken, nachdem ich ausgeholt habe, dass ich beim Abschwingen den Schläger nicht zuschließe. Weil dann passiert das. Ich werde vom Gefühl hier offen lassen und dann normal durchschwingen. So. Ich mache es erstmal super langsam, oder für mich, damit du vielleicht es sehen kannst. So, der Ball war wirklich gut. Leichter Draw. Und ich habe wirklich nur das gedacht und dann gespürt, dass mein Schläger hinten ist. Ich kann da nicht von außen kommen. Bitte, der Griff muss aber stimmen. So, noch einmal offen lassen und dann normal durchschwingen. Ich denke, ich werde das bei meinem Spiel denken. Das war wirklich sehr, sehr gut, das Feeling und einfach umzusetzen. So, viel Spaß in den nächsten Wochen und Monaten. Tschüss.